Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier zu Let's Play Rayman 3, 100%. Und ja, wir sind hier immer noch in der Fabrik der Hoodlums, beziehungsweise im Hoodlums Hauptquartier, besser gesagt. Und hier wird es jetzt richtig brenzlig, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mir ist übrigens aufgefallen, warum ich im letzten Part mein Geiz beschuldigt habe, nicht recht zu haben. Es lag natürlich nicht am Geiz, sondern an mir, wer hätte es gedacht. Und zwar habe ich aufs falsche Level geschaut. Ich habe noch bei der Wolkenwelt geschaut. Nicht Wolkenwelt, sondern bei der Schnee. Bei der Schneewelt. Und ja, hier hat er nur 20.000 Punkte gebraucht und nicht 27.000. Was ja schon ein bedeutender Unterschied ist, würde ich behaupten. Und dementsprechend, ja, habe ich viel zu viele Punkte haben wollen, die unnötig waren, weil man sie halt gar nicht gebraucht hat. Nun gut, jetzt aber zu diesem Level hier. Hier brauchen wir 10.000 Punkte. Das heißt, bis 47.000 Punkten sollten wir das Ganze hier rocken. Ich würde deswegen gerne erstmal diesen Arsch hier töten. Genau, und da hinten gibt es jetzt ja noch ein kleines Secret. Wenn man hier auf dieser Bahn weitergeht. Hier, und das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Generell gibt es in diesem Level sehr coole Secrets. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und weil ich jetzt natürlich wirklich so mitnehmen will, hole ich mir nochmal ein neues X2. Es gibt halt ein blaues X2, aber das ist das einzige X2 im gesamten Level. Muss ich mal gucken, ob ich da eventuell später mir das X2 noch ein paar Mal holen werde. So, warum ich dann damals so abgegangen bin, ist, weil sich der Rayman nämlich hier damals festgeglitscht hatte bei so einem komischen Brennstab. Und da konnte ich halt nichts machen und bin einfach Game Over gegangen und das war natürlich schon sehr unfair. Aber wie gesagt, ich konnte halt nichts machen. So, und hier gibt es jetzt nochmal ein noch krasseres Secret sogar. So, am besten zuerst die gelben einsammeln und dann die roten. Ja, doch, ist doch eine akzeptable Kombo. Und da oben gibt es gleich die nächste, wie ich gesehen habe. Ja. Da gibt es jetzt eine ganz gute Kombo generell, aber damit, weil ich die gerne auch gut haben möchte, hole ich mir nochmal ein neues X2-Update. Ja, so, da gibt es jetzt nämlich die richtig geilen Kombos mit diesen Typen da. Hallo, angrisieren und angreifen, angreifen. Rayman visiert doch mal die scheiß Gegner an. Wieso visiert Rayman die Gegner immer nicht an in diesem verfickten Spiel, Mann? Das nervt so. Wenn er das einfach mal machen würde, wäre das so viel geiler, weil man könnte einfach Kombos machen, die man, ja, jeder normale Mensch eigentlich kriegt, aber weil Rayman halt nicht anvisiert, kriegt man sie nicht. Und das nervt halt unfassbar, Mann. Das ist halt immer das Gleiche in dem Game. So, ja, eigentlich kann man hier eine 1000-Punkte-Kombo auch wieder kriegen, wenn man die Gegner nicht alle in einer geilen Kombo hat. Aber ich kann das natürlich wieder nicht. Dank Rayman. Ihr kennt das Problem. So. Vielleicht können wir jetzt mal eine gute Kombo hier. Ja, sehr schön. So sich nämlich eigentlich immer zuerst ein Kristall einzusammeln und dann den Gegner zu töten. Kann ich wirklich nur empfehlen. So, und jetzt kommen wir hier gleich zu meinem Lieblings-Secret. Game. Ich habe es aber, glaube ich, trotzdem in keinem einzigen der LPs gezeigt. Schon interessant. Vielleicht kannte ich es damals noch nicht. Wie gesagt, ist jetzt nicht arg schwer. Da hinten sieht man es nämlich sogar schon. Man muss hier einfach hoch genug gehen auf diesen Plattform. Und dann seht ihr da vorne nämlich schon so einen Eingang. Da. Und jetzt, ja. Wartet mal, wo wir hier rauskommen. Das ist so cool, oder? Das ist einfach die ganze Crew aus Rayman 2 und da oben Klingenbart. Richtig cool. Und da halt die ganzen Piraten. Also das ist wirklich ein sehr tolles, sehr geiles Secret, finde ich. Das ist schon extrem gut gelungen. Sehr schön. So. Und jetzt können wir noch auf die Rohre springen und uns da auch noch die Kombos holen. Außer die Kamera spackt rum, da kann ich natürlich wieder nichts machen. So, da und da, schön. Okay.
Dann hier noch den Lumm und nicht Lumm, ich sag immer Lumms. So ungewohnt, ne, mit diesen Kristallen. Gibt's halt auch echt nur in dem Game. So, dann haben wir hier noch ein paar Kleinlinge. Und es gibt einen grünen Kristall. Und ich find's echt schade irgendwie, dass man hier den grünen Kristall kriegt und nicht bei dem Secret, oder? Das wäre doch irgendwie viel geiler gewesen, wenn man bei dem geilen Raven 2 Secret da den grünen Kristall bekommen hätte und nicht da einfach so random. Da hätte man auch viel cooler kombon können. Weil da kann man ihn halt gar nicht kombon durch den kleinen Ling. Weiß nicht, hätte die Kleinen halt mal für den gelben Kristall irgendwie droppen können. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Es wird knapp. Sag's, wie es ist. Ich sage es, wie es ist. Das, ja. Oh, ich habe zu wenig Leben. Oh, oh. Okay. Was ist das für eine Leiter hier? Ah, okay. So, weil ich... Ich wollte es eigentlich nicht so rausfinden, aber... naja. Okay, nochmal ein paar Lums. Nicht Lums, ich sag immer Lums, das sind Leute los. Richtig im Raven 2 Fieber hier. Secret hat mich richtig angespornt, ich merk schon. Ah ja, und hier kann man jetzt runter und da seht ihr jetzt nochmal eins von diesen etwas anfälligeren Viechern. Und weil ich da keinen Bock habe, das irgendwie zu verkacken, bin ich echt auf Nummer sicher. Aber da kann man jetzt eine schöne Kombo mitnehmen. Klar, eigentlich wäre es besser, wenn man zuerst die Game-Kristalle nimmt und so, aber ne, ist halt immer nicht so leicht. Ja, es wird echt knapp. Oh Mann. Also ich glaube, ich mach's dann, weil es wieder so knapp wird, mache ich es auch wieder so, dass ich zuerst gucke, ob ich die 100% habe, weil irgendwie oft hat man es ja trotzdem. Wäre schon schön. Dann müsste ich das Level nicht nochmal zocken. Ist eh ganz cool gemacht, finde ich hier, wie man so, ja, also mitten in der Fabrik ist und wirklich auf den Maschinen rumspringen muss. Ist schon cool gemacht, finde ich. So, jetzt gibt es hier erstmal noch ein bisschen Points für uns. Ah, guck, sowas wäre doch unten auch geil gewesen, oder? Da hätte man da so ein paar Punkte bekommen. Aber der richtige Shit dann bei dem Raven 2 Secret. Also ich hätte es mehr gefeiert, muss ich sagen. Aber vielleicht bin ich da auch der Einzige. So, was geht jetzt hier ab? Oh oh, ein Freak. Hallo, ich würde gerne die Dose haben. Du Arsch. Wie wär's denn mal damit? So. Ich finde diesen Gegner eigentlich echt nicht so stark. Das Einzige, was ihn halt stark macht, ist, dass man die Dose braucht und dass Raven irgendwie nie die Faust gerade aufladen möchte. Aber eigentlich ist er nicht so heftig. So, batz, 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 batz. Also wenn es jetzt nicht gereicht hat, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt deutlich mehr als vorher. Aber ich bin trotzdem bereit. 100%, danke, danke. Oh, das war auch echt ein krasses Level irgendwie. Es war sehr streng bemessen und ja, echt heftig, finde ich. Weiter geht's. So, das nächste Level wird ein Heidenspaß, so 100%. Also ich merke schon, hier gegen Ende des Spiels haut es doch mal ganz schön raus. Ich finde die wirklich deutlich anspruchsvoller als die Anfangsgeschichten. Naja, ich muss jetzt erstmal eine gute Combo hinkriegen. Das ist eigentlich die wichtigste Combo von allen in diesem Level, weil hier gibt es nämlich, ihr seht es, einen grünen Rubin und der bringt schon ganz schön viel. So, wir brauchen hier auch tatsächlich 16.000, ne 14.000, genau, das heißt, ich brauche jetzt noch 4.000 Punkte. Dann sind wir good to go. Das wird allerdings ganz schön happig, denn ja, hier gibt es nämlich gleich einen Bossfight und der hat mich schon damals übelst krank aufgeregt, ohne die 100% und mit den 100% ist es natürlich noch viel krasser. Naja, ich erkläre gleich mehr. Jetzt müssen wir hier erstmal irgendwie durchkommen. Und, ach, gucken, dass wir die Gegner irgendwie gut kombonieren. Und das habe ich jetzt schon mal richtig verkackt, weil ich runtergefallen bin. Perfekt, das geht ja schon wieder perfekt los hier. Ja, da kann man sich dann noch freuen. Ja, das war jetzt besser. Will ich am besten direkt die roten Lumps rausholen. Also die Grammassentechnik, ihr kennt sie. Okay, und Lobox ist weggesperrt und wir sind jetzt hier oben. Puh. Und hier kann man, ja, mehr oder weniger eine Kombo machen. Und da ist nämlich der Bosskampf. Und in meinem ganz alten Rayman 1, Rayman 3 Let's Play, habe ich hier auch schon, habe ich eben hart gefailt. Gib mir das Mikro, André geht jetzt hier ans Mikro, oder was?
So, das Ding ist jetzt nämlich schon ein bisschen assi. Und ihr seht schon, ihr muss hier immer im richtigen Rhythmus draufhauen. Und irgendwie kriegt es gerade gar nicht hin. Hallo, Raymond, kannst du bitte mal... Das geht ja gar nicht. Hä, was zum Teufel? Eigentlich ist das nicht so schwer. Eigentlich muss man immer nur links, rechts. Und, aber irgendwie komme ich gerade nicht rein. Ja, weil du zweimal rechts machst. So. Nein, nicht zweimal rechts. Immer hin und her. Nein, hin und her. Das ist eigentlich echt nicht so schwer. Aber irgendwie kriege ich dich gebacken. Oh Mann! Alter! Oh Gott, das kann ja was werden hier, ey. Das ist die erste Phase von dem scheiß Boss, Mann. Weiß nicht, warum ich immer weiter weggehe. Eigentlich bin ich die ganze Zeit vorne. So, und jetzt kommt nämlich der Teil, der für mich eigentlich das ätzendste wird. Jetzt kommen immer zwei Gegner. Ach, die sind random. Ah, okay. Und je nachdem, was da für Gegner kommen, ist es nämlich entsprechend kacke. Weil man muss nämlich die Gegner nämlich immer comboen. Ja, willst du mal nicht in die Lava springen, Raymond? Wie hast du mal damit? Nicht in die Lava springen. Oh Mann, jetzt habe ich wahrscheinlich genau so viel Leben verloren, wie ich bekommen habe durch die roten Lumps. Auch geil. So, die Gegner muss man nämlich eigentlich immer in einer Combo 2 kriegen, dass es irgendwie klappt. Nein, hin und her, Raymond. Das ist doch nicht echt so kompliziert. Wieso checkt der Typ das nicht? Weiß auch, beim letzten Let's Play habe ich die hier eigentlich geskillt, ne? Aber in dem LP so gar nicht. Jetzt haben wir es gleich wieder. Ja, ja, ja. Drauf. Nein, wir haben es doch. Man darf nicht greedy werden bei dem Scheiß. So, nochmal kurz vollheilen. Oder was heißt vollheilen? Ist von super weit entfernt, aber. Wir müssen ein bisschen heilen. Aber meine Hände tun schon weh, meine Finger tun weh von dem ständigen Hin- und Herdrücken. Dann zählt es ja trotzdem nicht, aus irgendwelchen Gründen. Mann, weil er immer zweimal macht. Mach doch nicht immer zweimal. Mann, du bist so dumm, Raymond. Lass die Scheiße doch mal bleiben. Dann kann man auch nur ausrasten, weil der Typ einfach dumm wie Brot ist. Wirklich. Da immer links, rechts. Der macht immer zweimal auf einer Seite. Das nervt so krass. Ich sehe schon. Ich werde hier Game Over gehen bei dieser Scheiße. Weiß ja nicht, das wird ja komplett unverdient. Ich mache eigentlich genau das, was man machen muss. Immer hin und her. Aber irgendwie mal zählt es als Treffer nur links und mal zählt es als Treffer nur rechts. Und ich verstehe nicht, wieso. Hier, mal zählt es und mal nicht. Ich finde das so zum Kotzen. Langsamer bringt auch nichts. Ich verstehe nicht, was ich falsch mache, Mann. Vielleicht bin ich zu langsam in meinem gesamten Abitur. Vielleicht muss ich einfach schneller die Bewegung links und rechts machen oder was. Ja, das ist irgendwie effektiver als was ich davor gemacht habe. Weiß zwar nicht wieso, weil eigentlich ist es viel lamer. Jetzt spam ich einfach nur. Aber das ist anscheinend richtig. Okay, spammen ist anscheinend richtig. Weiß nicht wieso, weil spammen ist eigentlich die lamere Taktik, aber spam funktioniert halt, also. So, es wäre auch mal nice, wenn Raymond die anderen auch mal anvisieren könnte, aber dann macht er natürlich nicht, weil ich sonst die Combo kriegen würde. Und das wäre ja noch schöner, wenn er irgendwie eine Combo kriegen würde. So, jetzt probier's nochmal, aber anscheinend bringt Spammen genau das Ergebnis. Ja, es bringt anscheinend echt. Lol, das ist ja super lame. Du musst echt einfach nur spammen, oder was? Das wäre ja super langweilig. Ne, aber irgendwie klappt das auch nicht. Ach, keine Ahnung, ey. Drück jetzt einfach irgendwas und dann ist mir auch egal. Ja, irgendwie ist doch Spam die Lösung. Ich check's nicht. Ist mir auch eigentlich egal. Hauptsache, ich krieg hier meine Kombos und ich krieg den Boss irgendwie besiegt. Der Rest ist mir eigentlich auch egal. Bin ich ganz ehrlich. So, jetzt einer Typ ist down. Nächster. Kombo bitte. Ja, Kombo haben wir auch bekommen. Schön. So, jetzt wieder hier spammen irgendwie. Hoffen, dass es klappt. Hä, warum ist tot? Hä, was ist jetzt passiert? Alter, es ist so eine Scheiße, dieser Boss. Das ist der beschissenste Bosskampf, den man sich hätte ausdenken können. Und genau diese Scheiße machen die jetzt auch hier rein. Mal wieder klar. Alter, ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt plötzlich gestorben bin und warum ich davor nicht gestorben bin. Es regt mich einfach nur auf. Ich habe auch gar keinen Bock mehr gerade hier, Alter. Am liebsten würde ich jetzt hier einfach nur beenden, aber da kann ich natürlich nicht. Die Scheißwelt mache ich jetzt noch zu Ende. Das haben wir jetzt ja auch fast.
Aber es nervt trotzdem krass. Und dieser Boss ist wirklich die größte Rotze, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Dass du einfach irgendwie spammen musst, weil sonst funktioniert es ja nicht. Ich hab's probiert mit links und rechts, aber es klappt nicht. Man muss da einfach irgendwie spammen oder was? Ich weiß es nicht. Oh Mann, und spring verdammt nochmal, du verdammter Wichser, wenn ich Leertaste drücke. Mann, das nervt am meisten, dass diese scheiß Steuerung einfach nicht klappt in dem Game. Noch echt gerade auf 180. Ich brauche unbedingt eine Pause eigentlich, aber. Es ist einfach zu viel hier. Ich kann mir halt keine Pause leisten. Ich will das jetzt auf jeden Fall noch zu Ende kriegen. Es sind nur noch dieser blöde Boss hier. Ja, treff mich halt so, scheiß Wichser. Also diesen Boss muss ich jetzt halt noch irgendwie schaffen. Der kommt halt noch und danach kommt noch, glaube ich, nochmal ein Akt. Aber, also Akt heißt ein Level. Das dürfte aber relativ schnell zum Glück zu Ende sein. Also im Grunde halt nur noch dieses blöde Boss-Level hier. Das mache ich jetzt noch irgendwie und danach ist auch gut. Ja, hey, es läuft viel besser als vorher. Oh, man braucht echt eine Pause, ey. Das ist so anstrengend, die ganze Zeit diese Scheißknöpfe zu drücken. Oh, also der Boss ist echt einfach die Hölle. Also infernale Maschine passt perfekt. Das Renal hätte man nicht wählen können für diesen Scheiß-Bosskampf. Ja, nicht die Combo bekommen. Aber diese Teile sind auch absolut scheiße, wirklich. Die kann man nicht gescheit comboen, weil die so scheiße zu besiegen sind. Also ich sag's ja ganz ehrlich, wenn ich bei diesem Level hier am Ende da stehe und keine 100% habe, dann verlasse ich das Zimmer. Und dann ist es scheißegal. Dann höre ich auf. Das ist wieder alles egal. Aber das können sie hier nicht bringen, dann. Wenn du hier eine so eine scheiß Kombo mit diesen Viechern da verkackst, dass du dann die Punkte nicht mehr kriegst, das wäre absolut drüber. Was mach ich denn falsch, Alter? Ich mach genau das gleiche, was ich auch gerade gemacht habe. Wieso hat es denn vorhin funktioniert und jetzt funktioniert es nicht mehr? Das ist so random, Alter. Ich mach nichts anders. Ich springe random durch die Gegend und drücke den Schießen-Knopf. Ich weiß nicht, was ich anders mache als gerade, wo es funktioniert hat. Das ist das Problem bei dem Boss. Du weißt einfach nicht, was du falsch machst. Und deswegen macht es auch keinen Spaß. Und deswegen ist es einfach scheiße. Mann, wenn du wenigstens irgendwie wüsstest, was falsch warst. Aber ich weiß es einfach nicht. Ich mach doch nichts anders als gerade. Ich drück einfach irgendwie drauf und hoffe, dass ich diesen Typen irgendwie Schaden mache. Irgendwie klappt es nicht. Das ist so scheiße einfach. Mann, es macht auch einfach null Spaß, dieser Bosskampf. Weißt du, was man sich dabei gedacht hat? Oh, Alter, ich hasse diesen Boss, Mann! Das ist die größte Scheiße auf diesem Planeten. Ja, danke schön. Nach 1000 Jahren hat es wieder geklappt, ey. Mann, ist dieser Boss einfach eine Rotzscheiße, das gibt's gar nicht. So, wir machen jetzt mal leichte Gegner hier. Komm, gebt mir eure Lums. Nein, das war's. Oh, danke. Boah, Bruder, das ist wirklich die Hölle. Dieser Dreckskampf. Oh. Wie gesagt, wenn jetzt da keine 100% sind, raste ich komplett aus. Danke. Danke, danke, danke. Okay, jetzt noch ein Level. Dann ist es aber diese Scheiße hier. Oh. Okay, thank God, es gibt in diesem Level keine Prozentanzeige. Das heißt, ich hab Glück. Trotzdem sollte man hier ca. 1000 Punkte wohl bekommen. Ich mache jetzt, jetzt kein Risiko ein. Weil ich weiß gerade nicht, ob der. Obwohl ich auch, das müsste eigentlich gespeichert haben. Hallo, Bruder, kannst du bitte weitergehen? Alter. Trotzdem, ich geh jetzt hier kein Risiko ein. Also, wir müssten. Weil er hat mir gerade so wenig Punkte angezeigt, ne? Irgendwie nur 40.000. Ich hab gerade ein bisschen Schiss, dass ich dann vor dem blöden Level zurückgesetzt werde. Und das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Weil eigentlich kann man hier nicht arg viel falsch machen in dem Level. Klar, man sollte irgendwie die Gegner comboen am besten und so, aber. Ja. Und dann die Lums schön kombon und so. Also eigentlich kann man hier nicht so arg viel falsch machen, würde ich behaupten. Ja, schau mal, wir haben schon eine richtig nice Kombo. Jetzt 140. Das ist eigentlich schon wunderbar. Genau hier, das wir auch bekommen. Wenn man da ein bisschen aufpasst, dann passt das eigentlich, würde ich behaupten.
Und eigentlich ist das extrem cool, ne? Weil André hat keinen Bock zu verlieren, deswegen sprengt er jetzt hier die ganze Fabrik in die Luft. Oh mein Gott, das ist eigentlich richtig crazy, der Typ. So, und hier schön die Kombos holen. Ja, also wir haben so gute Kombos. Wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht genau, bei welchem Map wir gestartet sind. Aber das sollte doch eigentlich locker für die 100% ausreichen, denke ich. So. Genau, da sagt André schon, Raymond darf Leptis nicht erreichen. Das ist nämlich unser Ziel. Wir möchten nämlich gerne Leptis erreichen. Denn wir wollen ja den Freak hier aufhalten. Und das kriegen wir eben nicht so leicht hin, ne? Na gut. Und haben es geschafft. Oh, oh, was ist hier los? Oh, oh, sieht echt so aus, als ob er hier alles in die Luft sprengen möchte, der André. Das ist natürlich gar nicht mal so geil. Und... Oh, das sieht echt gar nicht gut aus. Batzen! Was mit Raymond? Okay, er kriegt es irgendwie noch hin, aber... gut sieht anders aus, würde ich sagen. Und wo ist er jetzt? Ach du Scheiße. Das sieht aber gar nicht gut aus. Sieht so aus, als ob sie jetzt hier erreicht hätten. Erscheine und verleihe mir deine Macht. Oh oh, er scheint wirklich Leptis, der Nachtgott. Und verleiht er auch Reflux die Kraft? Ich hoffe nicht. Das wäre gar nicht so geil. Aber es sieht irgendwie gar nicht gut aus für uns. Oh oh. Und... da sind wir. Dort oben, ihr habt es gesehen, ist unser Ziel. Jetzt ist dort oben ist André und ja, und Reflux. Die chillen da oben auf der Spitze, auf dem Turm von Leptis. Und das ist hier das letzte Kapitel, das uns jetzt noch fehlt. Alle anderen davor haben wir abgeschlossen. Das Hotlums Hauptquartier, wirklich alles. Und nein, ich möchte das sicherlich nicht erneut aussuchen, sondern ich werde jetzt hier erstmal, ja, mal wieder einen Cut machen, denn ich bin wieder nervlich völlig am Ende und freue mich jetzt sehr auf mein Bett. Und ja, dieses crazy Level oder diese crazy Welt, die uns jetzt noch fehlt, die tatsächlich die letzte im Spiel ist und die letzte, auch die längste, also das wird noch was werden, die werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Lasst gerne ein Like da, unterstützt mich, damit meine Nerven nicht völlig blank liegen und damit ich mich jetzt gut erholen kann. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Raymond 3 100%.